So, und damit, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Pikmin 2. Wir sind wieder hier in Folge, lasst mich raten, ich glaube es Folge Level 8, Folge Level, genau, Level 48, ching, 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 Level Up, yeah, cool. Nein, Spaß beide, wir sind wieder in der nächsten Pikmin-Folge hier und sind da, um Louis zu retten, der sich hier im letzten Sublevel der Bau der Träume befindet. Aber vorher müssen wir einen extrem epischen Bossfight machen. Ja, das ist voll geil, ich finde ihn richtig cool. So. Ich würde sagen, ich kann es euch schon mal verraten, der Bossfight ist sehr episch und kein Pikmin, was wir mitnehmen, ist wirklich sicher. Deswegen werde ich einfach alle Pikmin in den Kampf mitnehmen, weil möglichst mannigfaltige Pikmin sind hier von Vorteil. Let's go. Louis! Oh mein Gott, wir müssen ihn retten. Was ist denn für ein Gerümpel da rum? Ist das Louis, Herr Präsident? Wir haben Louis lokalisiert. Er ruht sich auf einem riesigen Schatz aus. Er ist tatsächlich ganz allein in solche Tiefen vorgedrungen. Ist ja voll schnaft, immer. Ist richtig töfte, Jungs. Und verlangen ist wahrlich eine Macht, die es verdient, gefürchtet zu werden. Aber Louis befängt sich nicht. Was? Er ist tot. Ob er seine letzte Kraft verbraucht hat, indem er in diese Tiefe vorgedrungen ist. Schnell, vielleicht ist es noch nicht zu spät. Auf zu Louis Rettung. Letzte Gold, jetzt kommt der Boss aus dem Boden. Oh mein Gott. Gaff, gaff, gaff. Oh mein Gott, it's a spider. Wen überrascht das? Es ist der Titan-Arak, eine Waffe, die mit 4 Schätzen ausgerüstet ist, die alle komischerweise unterschiedliche Farben haben. Aber aus welchem Grund wohl? Ja, das ist ein 4-elementarer Boss, den wir hier vor uns haben. Und das ist ziemlich scheiße. Er kann alles. Er kann giften. So, beste Chance ist es, hier mal hochzulaufen und dem ganzen Gerümpel auszuweichen, um dann rauf zu smashen, weil hier können auch die normalen Pikmin raufgeworfen werden, das ist kein Problem. Da kommt Water! Water! Das ist eigentlich eher ziemlich harmlos. Weil die Tropfen fliegen ziemlich langsam. Da wurden welche getroffen. Immer schön pfeifen. Das Gefährlichste ist hier Strom. Weil Strom, wissen wir, sind One-Hit-Kills. Oh, die Gelben sind schön drauf. Jawohl, batz, batz, batz. Oh, it's Flame! Burn! No chance, bro. Sie wird gleich mal die Dicken versuchen, auf den Strom raufzuwerfen. Naja, die kommen dann hier ruf. Ich glaube erst, wenn er sich bückt. Alter, watz, 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 watz. Oh, jetzt Gift! Gift! Wow! Kommst du? Ach, Mann, der Dicke, Alter. Du bist so langsam! Strom muss ab, Strom muss ab, Strom muss ab, Leute! Oh, es kommt Strom! Nein! Nein! Was tut ihr da? Oh, Alter. Strom muss ab, Leute. So, watz, 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 watz. Ja, mach den Stromscheiß kaputt. Oh, oh, Gift. Nein! Oh, oh, nein, nein, nein. Ich muss alle anpfeifen. Oh, fuck. Oh, baff, Alter. 10 Tote. Das Stromding muss ab! So, irgendwann fängt er doch an zu rauchen. Das ist der Anzeichen quasi dafür, dass nur noch wenig HP auf einem Schatz verfügbar sind. Und sollte man einen... Hilfe. Sollte man einen Schatz auch damagen, so wird dieser stärker. Also je mehr wir Schaden einem Schatz zufügen, einer Waffe, kann man eigentlich eher sagen, umso stärker wird diese. Das heißt, auch Strom wird dann schneller ausgeführt. Was natürlich zu einem extremen Problemkind werden kann. Wenn Strom dann sehr schnell ausgelöst wird, können sehr schnell Pikmin sterben. Oh Gott, voll unsere Gruppe getroffen. Aber solange Louis und Olimar nicht selbst getroffen werden, ist eigentlich alles sehr safe. Weil solange wir alle anpfeifen, kommen sie ja wieder zurück. Deswegen ist Strom das Gefährlichste, weil da ist es nicht so. So, er fängt auch noch nicht an zu rauchen. So, dafür kannst du ja mal ein bisschen extra Schaden machen, aber... Oh, keine gute Idee. Oh Gott, Gott. Oh, und gleich die nächste Spraydose. Gift. It's a toxic away. Jetzt haben wir dopen mal wieder mal ein bisschen. Was scheiße, jetzt bin ich die Feuerin geflogen. Okay, jetzt. Da auf das gelbe Ding ruf. Okay, das hat zwar jetzt war zwar riskant, aber. Aua! Ah, verdammt! Pfeifen! Oh, gleich Gift!
Mann, hört auf den... Nee, auf den Bähnen, Mann. Die Bähne sind hier übrigens völlig harmlos. Ähnlich wie bei der Laserspinne. Jetzt sieht aber so geil aus, der Boss. Man sieht doch, er hat keine HP-Leiste. Oh, scheiße, Strom, ich muss weg hier. Oh, und da kommt der Fusseler Instant. Richtig gefährlich. Sollten da mal Pikmin drin stehen, hat man so ziemlich die Po-Karte, sag ich mal. Die ist am Arsch. So, der Strom muss weg. Der Strom muss weg, Mann. Der Strom muss weg. Yes, down. Oh, oh, Feuer. Oh, Flame. Flame. Oh, Flame. Alter. Die Reichweite ist auch schon echt heavy. Wow, Kamera, please. So, Strom ist ab. Ich würde sagen, das nächstgefährlichere ist auf jeden Fall... Ich würde sagen, Gift. Gift finde ich scheiße. Na, komm. Oh, er burnt! Nein, hier ist kein Ausweg. Oh. Chillig, Bro. So, jetzt komm, Gift. Der Gift muss ab. Ja, das Scheiße ist natürlich, der Schatz liegt jetzt natürlich auch im Weg. Oh, jetzt geht's los. Oh, verdammt. Leute, pass auf. Wir können natürlich auch im Kreis nachrennen. Das ist auch kein Problem. Alter, was? Da kommt der dicke Ruf. Der dicke. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Oh, shit. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Oh, Gift ist auch richtig gefährlich. Nein. Oh, und Feuer. Oh, Flame. Nein. Bleibt doch noch nicht stehen, Idioten. Oh, harte Verluste, Leute. Halt den Feuerburner. Mach den Feuerburner down. Den Bunsenbrenner. Fühl mich wie im Chemieunterricht hier. Okay, wir benutzen nochmal einen Putschi. Bisschen Doping für die Haare hier, let's go. Kennt eigentlich lieber Gift ab. Gift ist richtig gefährlich. Feuer kann man easy zurückpfeifen, hab ich das Gefühl. Mann, Alter. Jetzt muss ich das Ding treffen. Ich treffe natürlich gar nichts. Das ist ja natürlich richtig scheiße. Aber wie gesagt, Wasser ist jetzt eigentlich ziemlich harmlos. Sollte man die Taktik verfolgen, dass man sich... Autsch. Alter, beide getroffen, verdammt. Schnell pfeifen. Sollte man die Taktik verfolgen, seine Pikmin zu splitten, ist Gift ziemlich gefährlich. Weil man in dem Fall halt aufpassen muss, weil das Ding zielt dann auf beide Gruppen. Man muss halt aufpassen, dass... verdammt. Nein, komm weg da! Wow. Man muss halt aufpassen. Leider nächste Pucci, Alter. Letzte gute Hilfe. Oh, danke. Jetzt hat er noch vorher getroffen. Ich will Gift weg haben. Oh, Gift, weg hier. Ah, Gwizzle, Gwizzle. Oh Mann, jetzt spawnt er direkt wieder Wasser. Warz, 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 warz. Oh, da haben sie aber gut Schaden am Gift gemacht. Oh, schwer alle. Ja, nochmal nachputschen. Dauerdoping für die Haare. Das ist das Einzige, was ich eigentlich bei dem Kampf hier sehr gerne benutzen, weil es halt so... Die schätze ich, finde, die brauchen sehr lange. Oh, 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 jetzt kommt Gift. Und Gift raucht schon. Das heißt, auch das wird schneller. Und guck mal, er macht Zickzackmuster. Richtig gemein. Denkt man sich so, auch läuft man einfach im Kreis mit und dann kriegt man voll den Strahl in die Fresse. Ja, habt ihr euch schön gedacht, Nintendo. Aber das könnt ihr vergessen, Mann. Oh, oh, Feuer. Ich muss weg hier. Wasser fängt man ziemlich harmlos, da kann man sogar ein bisschen drauf rumbashen. Das hat relativ leicht auszukontern ist. Und jetzt hat das Giftding runter. Oh, oh, nein, ich muss weg. Ich muss weg. Oh, 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 oh. Nein, die Dicken. Die Dicken, die Dicken. Hä, was? Alter, wo rennt ihr denn alle hin? Oh nein, Parts wieder erwischt. Okay. Feuer, oh, weg hier. Alter, wie die Mucke sich auch verändert, wenn er bloß sprayt, Alter. Richtig übel. Feuer auf das scheiß Giftding, Leute.
Was? Noch mehr Gift, weg hier! Oh, wie schnell der auch sprayt. Das fliegt doch schneller, das Gift. Jetzt kommt er wieder mit Zickzack-Muster. Na, bückst du dich mal einmal für uns? Er bückt sich! Und das ist down. Und da kommt Wasser. Und dann holen wir uns ein bisschen Feuer. Hilfe! Sollte ich vielleicht nicht so viel machen. Oh, Flame. Okay, er burnt. Da kann ich nicht viel machen. Na, da sollte man aus dem Weg gehen. Ja. Die Roten nehmen, die machen schön viel Schaden an dem Feuerding. Ja, geil. Oh, auf den Scheiß. Oh, Feuer. Oh, burn. Oh, Scheiße. Nein, oh, kacke, ich hab's alle reingelenkt. Nein, oh, Scheiße. Oh, holy shit. Rennt da nicht so blöd rum. Oh Gott. Ja, was, das Feuer muss ab. Oh, Feuer. Oh, Scheiße. Oh, fuck. Genau, ich laufe mal hinten. Glück gehabt. Rauf auf das scheiß Ding, Mann. Das ist doch gleich down. Oh, Feuer, shit. Oh, Flame, Alter, nein. Meine Pikmin, oh, ich kann mich nicht bewegen, nein. Nein, kommt her. Nein. Oh, da gab's wieder Tote, ich hab's schon gerochen. Okay, 4 Tote. Ey, ist so cool. Oh, oh, scheiße, schon wieder. Ich muss in Sicherheit stehen, ich muss ihn mal wieder anpfeifen können. Nein, nein. Oh, 69. Was? Okay, Wasser, das ist harmlos. Wasser kann uns nix anhaben. Da kann ich sogar auf den Feuerding rumschmeißen. Oh, Feuer. Da kann ich nicht aufpassen. Oh, guck mal, wie schnell es jetzt rauskommt, wo es brennt und wie weit es jetzt reicht. Ja, das war vorher nicht so. Feuer wird sehr gefährlich ab hohen Damage-Graden. Weil da kann man sehr schnell, weil das Feuer, also wir sind ja mittlerweile gegen alle Elemente resistent. Aber da kann man uns trotzdem paralysieren mit. Autsch. Und in dem Fall ist natürlich, ja, ich sag mal so. Hier fehlen zu viel Pikmin. Wasser, yay, mach doch. Ist mir da egal. Ey, hol mir das scheiß Elektro, denn das scheiß Feuerding und es ist down. Jetzt haben wir bloß noch Wasser zu befürchten. Ja, baff. Oh, fuck. Er kann mich bewegen. Jetzt sprüht er bloß noch Wasser hier. Oh, ich muss aufpassen, Wasser. Wasser-Action. Ja, ruf auf das Zeug. Oh, jetzt haben wir richtig Damage gemacht. Jetzt fängt er an, durch die Heavy zu schießen, Alter. Wow. Jetzt kommt er mit Water Shotgun MG, Alter. Oh, Splush. Alter, scheiße. Waff. Oh, auf das scheiß Ding, Alter. Die Scheiße ist natürlich, wir pfeifen die da oben immer runter. Oh, auf das scheiß Ding, Mann. Oh, ich kann mich nicht bewegen, scheiße. Nein. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Okay, ein paar sind nochmal gestorben. Oh, oh, oh. Wasser. Ich hab Wasser gehört. Wasser! Naja, die paar, die doof rumgehauen haben, das war vielleicht wert. Der Dicke hängt da drauf und boxt drauf, jetzt nicht mehr entdecken und helfen.
Irgendwo rennt noch ein wässriger Pikmin rum. Ach so, eins hängt denn am Schatz. Oh, jetzt sprayt er die ganze Zeit sein Wasser hier, Alter. Oh, das wird erst gefährlich, ab wenn es schnell ist. Du bist doch gleich down, Mann. Oh, shit. Jetzt zeigt mir, ob wir passt. Oh, da sind nochmal ordentlich gestorben. 62 Pikmin los noch, oh mein Gott. Oh, Gott. Gott. Wow, holy shit. Okay, Leute. Und es ist down. Und jetzt ist die Spinne verletzlich. Jetzt kann sie uns überhaupt nichts mehr tun. Ist völlig harmlos. Übrigens auch einer der Bosse, wenn man sie einsteinert, macht man so gut wie keinen Schaden an der Spinne. Das ist so richtig kacke lame. Der guckt da wieder keine Chance hat. Er kann sie nur runterschütteln. Aber wir werfen einfach neue Pikmin drauf. Und er kriegt einfach richtig hart auf die Fresse. Jetzt wollen die den Schatz abschleppen, seid ihr doof? Warum wird das scheiß Vieh, Mann? Er kann nichts tun. So Leute, jetzt zeige ich euch ein kleines Secret, und zwar, kurz bevor er tot ist, versteinert ihn mal und killt ihn dann. Und dann kriegt ihr nämlich ganz viele Truppen! Richtig geil. Da ist Louis, Mann. Und die Pfeife ist immer noch tief und schön bunt und LSD. Louis. Lassen ihre Lebensfunktion nach. Nein, er scheint nur irgendwelche zu sein. Ständig stolpert er in irgendwelche Probleme hinein. Weisen Sie Pikmin an, ihn zu tragen. Im Cockpit ist nicht mehr genug Platz für ihn, aber der Fett, der da ist. Wir müssen ihn in den Frachtraum zu den Schätzen legen. Na, so ist es halt, ne? Ey, guckt euch das an, Alter, nochmal richtig geil droppen hier. So. Und jetzt, Leute, jetzt wundert ihr euch, was? Was? Ja, Leute, das ist, ich mach gleich nochmal ein Reset. Das ist die Variante, wie man den Boss nicht machen sollte. Ich wollte euch aber diese hier kleine Goodie hier zeigen. Aber dann einfach den Boss normal killen, weil ich will euch jetzt die epische Sterbeanimation des Bosses zeigen, wenn man ihn nicht mit Steintränken pulverisiert. Ja, ich bin da ein bisschen penibel. Das hatte ich mir schon vom ersten Part des Let's Plays überlegt und hab das auch so konsequent durchgezogen hier von jedem Tropfen, 5 Tropfen. Die 4 Schätze hier, richtig cool. Aber jetzt zeige ich euch, wie der Boss richtig und ohne Verluste funktioniert. Pikmin, ich schlömpel war. Guck mal, das sind hier die blauen. Nee, die werde ich nicht nutzen. So, natürlich 60 Hertz-Modus. Ah, schön, aber jetzt weiß ich, welcher Reset-Button ich gefesselt hat. Den kann man selber aussuchen, sich beim Dolphin. Der liegt neben meinem Fraps-Aufnahmeknopf. Ich schlömpel. So. Jetzt aber richtig, Leute. Nee, den kann man ziemlich einfach. Eigentlich ist der Boss ziemlich simpel. Beim ersten Mal habe ich so gespielt wie jetzt und habt ja gesehen, das ist... Er ist schwer halt ohne Verluste, weil du musst halt wirklich schnell auf die benutzten Dinge reagieren. Aber die eigentliche Technik funktioniert viel besser, wenn man sie anders macht. Und jetzt aber jetzt richtig, Leute. Ja. So, Pikmin trennen und nur die gelben mitnehmen. Das hat doch jemand schon in die Comments gepostet. Deswegen habe ich viele gelbe mitgenommen. Das hat er nicht umsonst gemacht, ne? Und den dicken, der bleibt hier hinten. Und ganz wichtig ist, ihr bleibt schön in irgendeiner dieser Gamecube-Ecken hier. Weil das Wasser wird ja ab und zu mal... Also wenn er jetzt Wasser sprayt, dann kommt das manchmal zu uns, zu den Gelben in der Mitte. Und auch manchmal zu ihm hier nach außen. Das heißt, man muss so versuchen, beide irgendwie unter Kontrolle zu halten. Dass die Pikmin nicht absaufen. Deswegen ist der Blau auch gleich das Erste, was ich abboxen werde. Damit ich meine Ruhe habe. Weil das sonst nervig ist. So Leute, seid ihr ready? Let's go for the boss! Again. Slowly! Okay. Gleich putschen und nicht auf Elektro, weil das kann uns nichts anhaben. Ich mach gleich Wasser weg. Oh oh, gleich kommt Wasser. Kommt gleich Wasser, Leute. Oh, alles cool hier? Noch nicht der Treff, genau, okay. Alles cool? Alles cool, okay. Weil das ist meine größte Sterbequote bei dieser Taktik hier. Ja, um auf dich so kacke zu drehen. Ruf auf das Wasserscheißteil. So, unser größter Boni ist übrigens, wenn er... Unser größter Boni ist es, wenn er jetzt... wenn er jetzt sein Elektro-Ding macht, weil das kann uns nichts anhaben. Und wir können ungestört auf ein anderes Teil angreifen. Und das ist sehr von Vorteil. Und Gift, das ist kacke. Gift ist immer kacke. Ich werde auch nochmal putschen auf jeden Fall. Letzte Griffe, rauf auf Wasser. Wasser loswerden. Der dreht sich so kacke.
Watz. Oh oh. Weg hier. Oh oh. Ja, dann lauf ich halt mit. Okay, jetzt. Ach, Elektro, jetzt. Jetzt habe ich die beste Chance anzugreifen. Und das macht richtig viel Schaden. Solange wir nämlich Elektro keinen Schaden zufügen, dauert die Aktivierung dieser Waffe endlos lange und wir können sehr, sehr, sehr viel Schaden verursachen. Habt ihr gesehen? Elektro ist OP. Wenn er es benutzt, ist für uns gut. Kannst du ruhig normal machen. So, jetzt würde ich trotzdem gerne mein Gift loswerden. Er macht nämlich Gift. Er weiß schon, womit er mich trollen kann, was ich nicht mag. Ach, ich bleib mal gleich hier. Noch ist Gift relativ harmlos. Hey, ruf da auf die Scheiße, ruf auf die Scheiße, Mann! Und der macht nochmal Gift. Oh, Mann, oh. Lass doch mal den Giftscheiß sein. Mag den Giftscheiß nicht. Hilfe. Und ja, auch ein Problem ist trotzdem, die Schätze sind im Weg. Das ist total nervig. Eigentlich könnte man die erst abtransportieren, aber das wäre so lame. So, jetzt hier schön auf das Ding ruf, Alter. Auf das Ding, alle ruf! Die klatschen nicht so heftig durch, das macht so viel Schaden. Es raucht schon. Und leider mal, ja, genau. Watz. Und da ist Gift down. Aber, so, jetzt kommt Feuer. So, nochmal putschen. Bleibt bloß noch Elektronenfeuer übrig. Feuer, ja, ist sehr riskant, aber mit der Methode ist Feuer einfach zu schnell down, um Schaden anrichten zu können. So, ich pfeife schon runter, guck, ob er Strom macht und einfach ruf da. Das ist die beste Taktik gegen den Boss, definitiv. Hey, das raucht schon. Und der nochmal. Das ist so easy. Und da ist er down. Er hat nur noch Elektro, jetzt ist er harmlos. Und wir haben keine Verluste gemacht. Jetzt bist du einfach down. Du kannst uns nichts mehr. Jetzt hat er echt das Wasserding da. Hey, nein, ihr sollt nicht das Wasserding einsammeln. Ihr solltet das Elektroding treffen. Beweg dich mal ein bisschen, genau. Watz. Aber jetzt hier Elektro ist mir egal, Mann. Einfach rufgeschmissen. Das stört ihn nicht. Putz. Ja, das ist so geil. Er kann gar nichts machen. Er muss den Gegner bloß aushebeln mit Pikmin. Das kann man doch mit allen anderen Pikmin eigentlich machen, aber die gelben fliegen halt am besten und treffen halt am besten. Na jetzt, das ist die schnellste Phase. Die ist sehr gefährlich, wenn man anderes als gelbe Pikmin mit hat. Also ich benutze eigentlich vorrangig gelbe, weil das ist... Die kann man so schön werfen, die fliegen halt höher und Elektro ist das gefährlichste. Gelben Pikmin sind einfach das Idealste hierfür. Das ist einfach so. Man kann es nur mit roten machen und immer mit Feuer ist dann richtig Ruffsprayen hier, aber das ist eigentlich Schwachsinn. Am wichtigsten ist eigentlich nur, gegen Elektro sicher zu sein, deswegen gelbe. Ganz klar. Bum-butz-bum-butz-bum-bum-butz-bum-bum. Und ich weiß nicht, wie viel schneller war das jetzt so? Ich kann es euch nicht sagen, ich würde sagen. Für den eigentlichen Kampf habe ich 15 Minuten gebraucht und hier höchstens 4, 5 höchstens. Oh, Igaf! Oh, ist das eklig, Alter! Guckt euch das an! Alter Slash! Richtig widerlich! Und das wollte ich euch einfach zeigen. Aber ich wollte euch auch den Trick zeigen. Na, Louis, Schnupsen. Du Penner. Louis, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Wollte ich ihn nochmal vorlesen? Ah, irgendwelche Probleme, genug Platz für ihn, bla bla, Schatz legen. Ja, Leute, war doch eindrucksvoll, oder? Geile Scheiße, wa? So, einmal, zweimal, dreimal. So, erstmal die Schätze alle mitnehmen. Oh, für das Gifting ist nicht mehr noch übrig. Ich weiß übrigens noch alle, wie die Schätze heißen. Ich bin so ein Nerd. Kann ich sagen, wenn als erster drin kommt, der Bunsenbrenner, denn... Ist das... Ach wohl, ne, da bin ich mir nicht sicher beim Feuer. Höllenflammenwerfer, irgend sowas. Leuchtpistole, okay, ganz falsch. So, Elektro, war denn der Schocktherapeut.
Richtig, das sieht ja voll geil aus. 1000 Pokus für Schocktherapeut. Und blau ist denn die monströse Pumpe oder Monsterpumpe oder und so weiter. Die monströse Pumpe ist das. Einfach so ein Gashahn, Wasserhahn, voll ohne Anschluss. Monströse Pumpe, 1000 Pokus, very good. So, und jetzt kommt der letzte Schatz noch hin. Beilen wir uns mal hier ein bisschen. Die haben wir nicht geschafft. Louis kommt als letzte drin. Ja, ein glorreiches gelbe Pikmin wird Louis nach Hause tragen. Juhu. Weil ein Pikmin kann Louis tragen, krass. Das muss ganz schön leicht sein. Und da ist sie. Und ja, der Name ist verstörend, aber das heißt Spaßgranate. Fragt nicht warum. 1000 Pokus für Spaßgranate. Was soll uns das Nintendo sagen? Dass es Spaß macht, Leute zu vergasen? Ich weiß es nicht. Naja, Nintendo war im Zweiten Weltkrieg ja liiert mit Deutschland, ne? Nein! Nee, das wird später im Slogan erklärt, warum das Ding so heißt. Und dann ist das doch alles klar. Also nicht, dass jetzt hier denken, Leute, was? Hey, alle Juden, ihr müsst jetzt nicht auf die Barrikaden gehen, nein. Und dafür 10 Pokus. König der Käfer. Hey, der wackelt voll hässlich. So eine billige Actionfigur. Leute, und damit haben wir alle Schätze des Spiels eingegrabbelt. Geil. War doch cool, oder? Na, muss man sagen, die richtige Taktik kann mir aber so viel ausmachen. Ja, und damit war's das. Hab jetzt, ja, ich weiß, ich habe jetzt keine extra Dopings mitgenommen, aber ist egal. Das ist doch schnurzpiepiger. Also, ich will mit Olli mal rausgehen. Leute, let's go. Möchtest du mit deinem Pikmin fliehen? Auf jeden, Mann! Na, Trap. Oh, geile Scheiße, Leute. Ching, 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 Alter. Oh, 1000, richtig übel. Oh, 6200 Pokus. Und 7 Tote. Höhle erforscht. Oh, ist das nicht wunderschön? Ja, Leute, jetzt kommen gleich die Credits und die Folge ist jetzt, circa 27 Minuten lang, deswegen würde ich sagen, wir gucken uns die ganzen Credits und unsere verstorbenen Pikmin und unsere Ursachen und die geflickten Pikmin und was mir alles noch für Statistiken hinzukommen. Slogans. Ich glaube, im nächsten Part wird dann erstmal nur Credits Kram kommen und so, ne? Dann ist ja wieder hier ein bisschen, wer alles mitgearbeitet hat, ne? Da kommt es ja ein bisschen zum Fazit bei Pikmin. Da möchte ich auch schon so ein bisschen auf Pikmin 3 vorgreifen und dann vielleicht auch ein Let's Play ankündigen. Man wird es ja sehen. Ich danke auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen für die heutige Folge. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und bis dahin, unser Elbit-Motto. Also macht's gut. Haut rein. Tschüssi, kommt's gehört. Ciao.